Flöhe und Kaninchen stehen im Mittelpunkt unserer heutigen Ausgabe von Tierisch gefragt. Mir zur Seite wie gewohnt Georg Ecker von der ACC Tierklinik in Rosenthal, der sich, glaube ich, schon wieder freut, unsere Fragen zu beantworten. Und wir starten auch gleich. Die erste Frage kommt von der Martina aus Landach und die hat ein ganz spezielles Problem. Sie hat Flöhe, beziehungsweise ihre Katzen haben Flöhe. Die Katzen haben eben Flöhe und beißen jetzt nicht mehr nur die Katzen, sondern eben leider Gottes auch schon die Martina. Überall juckt es und sie hat rote Punkte. Für die Katzen hat sie jetzt Frontline gekauft. Sie hat auch einen Generalputz gemacht im ganzen Haus. Allerdings hat sie jetzt geglaubt, es ist alles erledigt und hat vor wenigen Tagen nun leider Gottes wieder zwei Flöhe entdeckt. Und jetzt möchte sie wissen, was sie tun kann. Ja, eine sehr unangenehme Situation und das habe ich nicht das erste Mal jetzt gehört. Also es kommt immer wieder vor. Die Flöhe sind sehr anpassungsfähige und hartnäckige Tierchen, die aber, wenn man kleine Grundregeln beachtet, dann sehr gut zum Wegbekommen sind. Und das Wichtigste, das Frontline, das sie raufgegeben hat, das ist eh schon super. Jetzt ist es aber so, dass das normale Frontline, ich sage mal das blaue Frontline, eben nur gegen den erwachsenen Floh hilft. Und mittlerweile gebe ich eigentlich fast nur mehr dieses grüne Frontline mit. Das grüne ist das Frontline-Combo. Da gibt es auch andere Hersteller noch mit ähnlichen Präparaten, wo auch die unreifen Stadien wie Larven und Eier bekämpft werden. Und das wird wahrscheinlich das Problem sein. Das Frontline tötet den lebenden Floh und die Eier, die sind überall im Haus, in der Wohnung verstreut und fangen nach ein paar Monaten, kann das sein, fangen sie zum Schlüpfen an. Und dann beginnt dasselbe Spiel wieder, wenn die Katze nicht einen immerwährenden Schutz oben hat. Das heißt, einmal rauf, das Antiparasitikum, egal jetzt welches, nach einem Monat unbedingt wieder und nach einem Monat wieder und vielleicht noch länger. Also das ist manchmal ein bisschen schwer zu sagen, nur wenn man wirklich immer ein geschütztes Tier hat, der Floh sucht das Tier. Und wenn das Tier immer geschützt ist, dann beißt er und stirbt, beißt und stirbt. Und das ist eigentlich so ein Verlauf, wo ich eine gewisse Grundreinigung machen kann bei der Wohnung oder beim Haus, aber dann keine Flohbombe und nichts brauche. Also wirklich ein gut geschütztes Tier, auch bei den Hunden. Und dann erledigt sich das mit der Zeit von alleine. Aber ich muss natürlich auch ein gutes Produkt verwenden. Kann es jetzt eigentlich auch sein, wenn sich so ein Floh in irgendeinem Teddybär versteckt hat, dass er dann auch mit dem Blut des Menschen überlebt? Nein, also es ist schon so, dass der Floh des Hundes, der Katze, schon einmal den Menschen beißen kann, und das ist ja auch passiert, juckt furchtbar. Der Floh kann sich aber von dem Blut nicht ernähren und dadurch kann er sich dann auch nicht weiter vermehren, wenn nicht ein Tier da ist. Nur am schlimmsten ist es, ich hatte ein Tier, das ist jetzt weg und ich habe noch Flöhe. Weil dann hat der Hunger der Floh und sucht eben irgendetwas Lebendiges, ein Säugetier. Und am besten ist es eben, einen Hund oder eine Katze nach wie vor zu haben, die eben gut zu schützen und dann dadurch schon langsam eine Ausmerzung zu bekommen. Dann kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von Peter aus Ligist und dreht sich um Kaninchen. Seine Kaninchen können hinaus, sitzen allerdings nur im Stall herum, wollen nicht mehr auf die Wiese und bewegen sich auch fast nicht. Sie sind beide 7 Jahre alt und er weiß jetzt nicht, ob die Kaninchen eigentlich krank sind oder ob das nur ist, weil sie zu alt sind. Sie fressen allerdings nach wie vor und er wäre jetzt sozusagen über hilfreiche Antworten sehr erfreut. Das ist schon ein bisschen eine schwierigere Frage zu beantworten, weil natürlich es untypisch ist für Kaninchen, dass sie nicht den Bewegungsdrang ausleben und hoppeln. Wenn beide Kaninchen oder alle Kaninchen, die da sind, sich so verhalten, dann kann es schon was Krankhaftes sein, muss aber nicht sein. Also in solchen Situationen wäre es vielleicht dann schon angebracht, einmal zum Tierarzt zu gehen und wirklich das Tier durchzuntersuchen. Die Kaninchen sind 7 Jahre alt, hat er geschrieben. Ist das eigentlich für Kaninchen jetzt ein Alter, wo man sagt, okay, das ist schon alt?
Gute Frage. Das Kaninchen kann laut Literatur 12, 13 Jahre alt werden. Also als Altersproblem das darzustellen oder sich hinauszureden quasi, glaube ich nicht unbedingt. Aber es kann natürlich schon einmal sein, dass manche Tiere nicht so alt werden. Dann sage ich danke vielmals, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja, und sollten auch Sie Fragen haben, dann schicken Sie uns diese einfach an office@kanal3.tv oder eine Postkarte an Kanal 3 Hauptplatz 46 in 85 70 Voitsberg. Wir freuen uns darauf.